Tag auch Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Colosseum. Das letzte Mal haben wir ja das hier ein bisschen umgedreht und das Formeo nach vorne gebracht. Und jetzt rennen wir auch noch hinterher, einfach weil wir es können. Und ich würde sagen, das ist natürlich jetzt nicht unser Ziel der Folge. Wir wollen ja eigentlich schauen, was ist jetzt mit dem Rowdy-Problem um dieser Stadt auf sich hat. Ich würde sagen, Probleme, das führt zum ersten Mal immer wieder direkt zum Bürgermeister, wenn wir ein Problem haben. Also beschweren wir uns doch mal. Oder auch nicht, denn wir haben, glaube ich, hier unsere Rowdies gefunden. Meister de Queen, das ist der Kerl. Das ist der Kerl, der uns das Mädchen abgenommen hat. Oh mein Gott, jetzt eine Stimme mal eben aus dem Ärmel schütteln, ne? Das wird jetzt... Wenn so viel kann ich verraten, ihn hier werden wir noch öfter mal wieder sehen. Wie wär's damit? Ihr beiden seid wirklich erbärmlich. Wollt ihr behaupten, dieses herzige Pärchen hätte euch besiegt? Nun, mein Süßer, dein Name war also Ikusare, nicht wahr? Tut mir leid, mein kleiner Prinz. Aber leider müssen wir deine allerliebste Prinzessin jetzt entführen. Du musst nämlich wissen, diese rothaarige Rotznase-Dinge, die sie nicht sehen dürfte. Und das könnte uns in sehr, sehr große Schwierigkeiten bringen. Und das wollen wir doch nicht, oder? Und was dich angeht, wie kamst du auf die abgefahrene Idee mit diesem weißen Streifen? Ja, ich will sagen, halt dich raus, dann passiert dir nichts. Ein Herrn? Jawohl. Ich begebe mich nun wieder nach Piritis. Und dort werde ich auf euch mit der jungen Dame, versteht sich? Deswegen warte, das überlese ich einfach gerne. Habe ich mich da ausgedrückt? Noch ein Patzer, mein Herr. Und ich werde euch so zurechtschutzen, dass euch kein Friseur mehr helfen kann. Und Musik bitte. Tja, unsere Queen. Natürlich eine der wichtigsten Personen im ganzen Spiel. Die werdet ihr noch sehr zu lieben lernen. Also ich finde ihn, ist wirklich eine Person, die man im Kopf behält im Laufe der Zeit. Naja. Okay, du Nervensäge. Letztes Mal waren wir unvorbereitet. Aber diesmal machen wir kein Holz aus dir. Ach ja, das werden wir ja sehen. Wir haben hier nämlich die Queen-Fan Pain. Und was hat er so im Kampf? Ein Flormel und ein Lotorziel. Ich bin ein großer Lotorziel-Freund. Also besonders die Weiterentwicklung. Und daher würde ich mir ganz anfangen. Aber wir haben zwar die Kahlmaschine, mit der man auch Pokémon von Trainern fangen kann. Aber leider dürfen wir nicht einfach damit Pokémon fangen. Das Spiel verbietet es uns. Und damit müssen wir leider leben. Egal. Dann fragt ihr euch jetzt bestimmt, was soll man denn mit der Kahlmaschine machen, wenn man damit nicht einfach jedes Pokémon, was einem über den Weg läuft, fangen kann. Und wie soll man Pokémon fangen, wenn es hier anscheinend auch keine wilden Pokémon im Spiel gibt? Zwei sehr gute Fragen. Wie beantwortet sie am besten? Ich würde sagen, ich beantworte sie jetzt direkt nicht. Die, die das Spiel kennen, werden es wissen. Die, die es nicht kennen, werden es in Kürze erfahren. Ein bisschen Geduld muss da auch mal sein. So. Und erstmal kämpfen wir uns hier quasi wieder durch diesen kleinen Kampf durch. Das sollte ja wie immer eigentlich kein Problem darstellen. Ich meine, es ist ein Rotorzel, es ist ein Flurmel. Beides sind natürlich schwache Pokémon. Ja. Wir waren bis heute auch noch nicht ein einziges Mal im Pokémon-Center heilen, wo es das schwierig gehabt hätten. Von daher, ja, irgendwann gehen wir bestimmt mal heilen. Irgendwann in 10 Jahren oder so. Bestimmt. Aber das war erstmal unser hier, The Queen Fan Pain. Verflixt und zugenäht. Schon wieder verloren? Du lernst es auch nie, oder? Naja. Aber wo ein Hain ist, ist natürlich auch... Jetzt bin ich dran. Mich machst du nicht so leichtfertig wie Hain. Ja, wo ein Hain ist, ist auch ein Blöd. Denn die beiden hier sind natürlich die beiden treuen The Queen-Fans, die immer anzutreffen sind, wo die Queen rumrennt. Naja, aber manchmal auch ohne die Queen. Aber wenn die beiden da sind, kann man auch oftmals die Queen nennen, die aber... War schon immer so und wird sich auch nicht ändern bei den beiden. So, wir beißen und konfusionieren uns hier mal durch die Landschaft. Viel Abwechslung von den Attacken hat man zu Beginn noch nicht und viel Pokémon zur Auswahl hat man auch noch nicht. Wir haben ja nur zwei. Aber das sollte sich dann hoffentlich doch noch in dieser Folge ändern. Und wie gesagt, Spitznamen immer noch gesucht.
Also schlagen ruhig ein paar Dinge vor. So, wir haben hier einen Magwita Level 30. Warum ich das Level erwähne, ist verdammt hoch. Und ja, Blödkopf hat anscheinend auch noch was dazu sagen. Epizare, das ist dieses Pokémon. Sie haben mich geschnappt, weil ich dieses Pokémon gesehen habe. Ich kann seine dunkle Aura sehen. Diesem Pokémon muss etwas Schreckliches widerfahren sein. Epizare, pass auf, dieses Pokémon greift auch Menschen an. Epizare, hör zu, uns bleibt keine andere Wahl. Wir müssen das Pokémon aus den Klauen dieser Schurken befreien. Bitte, du musst es einfach tun. Vielleicht bist du sogar der Einzige, der das kann. Tja, und dafür ist dann die Kralmaschine gut. Um, ja, ein paar Pokémon der dunklen Aura zu fangen. Und was ist das Schöne an diesem Magwita? Es ist so ein typisches Pokémon früh im Spiel, welches man mit einem Pokéball eigentlich ja, garantiert fangen kann, weil das ist in diesem Fall wirklich so. Jedes Magwita lässt sich meines Wissens nach 100% mit einem Pokéball fangen. Das wird nur bei diesem Magwita so bleiben, genauso wie dieses Magwita auch irgendwo das einzige Pokémon im Spiel ist, was ihr jeweils einen Menschen angreifen seht. Aber was soll's. Man muss die Idee ja nicht durchführen. Man kann zwar klar sagen, wir werden Menschen angreifen als Spielsteller und es dann nie wieder demonstrieren, nur beim ersten Mal. Ach egal. Man hätte es vielleicht einfach schrecklich machen können, dass ihr ab und zu mal irgendwo Menschen angreifen, macht das Ganze ein bisschen dramatischer. Aber, naja, haben sie ja anscheinend nicht. Was? Aber mein Pokémon? Jetzt ist es meins. Tut mir ja leid für dich. So, und auf diese Weise fangen wir uns unsere Pokémon zusammen. Perflix, du bist gut. Unglaublich, wie du mir mein Pokémon abgenommen hast. Was für Hölle soll das? Du kannst doch diesen Typen nicht auch noch bewundern. Was sollen wir jetzt machen? Wir haben schon wieder verloren, Mann. Die Queen wird uns bestimmt gehörig den Kopf waschen, wie er es nennen würde. Was wir tun sollen? Im Augenblick gibt es nur eins, und zwar abhauen. Ja? Die beiden. Es wird so bleiben bei den beiden. Du hast es geschafft, Ekusare. Du hast den Kerlen das Pokémon weggekrallt. Aber ich fürchte, es gibt noch mehr von dieser Sorte. Lass sie uns alle aus den Händen dieser Widerlinge befreien. Das klingt nach einem Plan. Ich habe es nämlich wirklich vor, alle im gesamten Spiel zu fangen. Weil ich würde sagen, dieser hier zum Beispiel hat das nächste. Hier ist aber eine Stelle im Spiel, wo ihr entscheiden müsst. Wir haben den grünen Freund da ja, links gehabt. Wenn wir hier runtergehen zum nächsten Stadtausgang, haben wir hier unten dann einen blau gekleideten. Und ja, der Pokémon kennt grün und blau, stehen für zwei Typen. Und da darf natürlich ein dritter auch noch fehlen. Der ist nämlich hier oben rechts in rot. Und ich würde sagen, den schnappen wir uns, weil sein Gruppen-Pokémon das für mich interessanteste. Die anderen beiden können wir später auch noch fangen. Allerdings halt erst wirklich viel später. Tut mir leid, aber hier kann ich euch nicht durchlassen. Oder willst du etwa behaupten, du könntest dir den Weg freikämpfen? Natürlich können wir das. Du glaubst, du kannst dich besiegen, aber wehe, du weinst hinterher. Ja, und wein du nicht, wenn ich dir dein Krypto-Pokémon wegnehme. So. Ein Nigelava hatten wir hier und ein Slimer. Und ja, es sind halt diese typischen Gift-Pokémon bei Durchwicht. Das hat dieses Spiel auch wunderbar umsetzen können. Wobei dieses Spiel recht harmlos im Publikum. Man sieht sehr viel Abwechslung bei den Gegnern, was Pokémon betrifft auch. Nicht nur immer Zubats und Slimers, naja. Ihr werdet übrigens diesen Text, oh ich sage, das Pokémon hat eine dunkle Aura, noch sehr oft in diesem Spiel hören, weil das ist jetzt immer der Text, der eingeblendet wird, sobald ein Gegner ein solches Pokémon benutzt. Gewöhnt euch lieber dran, ich werde es nicht mehr vorlesen und einfach nur ignorieren. Was wir jetzt natürlich machen wollen, ist dieses Nigelava fangen. Und ja, roter Trainer, Feuerstarter Pokémon der zweiten Generation. Der Grüne hat Lorblatt und der Blaue ein Syracon. Logischerweise natürlich einmal dann alle Gegenstücke durch. So, und dieses Nigelava wird unser erstes festes Team-Pokémon nach meiner Erfahrung. Und ja, ich habe mir schon so ein Team zurechtgelegt und dementsprechend stellt euch mal drauf ein, dass wir dieses Nigelava noch sehr lange in diesem Spiel sehen werden. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wie wir in Ruhe das Nigelava anschwächen, ohne es zu besiegen. Ich habe halt, wenn ich das mit Psyan angreife, direkt Angst, das direkt zu besiegen. Machen wir also erstmal eine Runde abwarten. Ich hätte natürlich auch mit Nachtara jetzt schon angreifen können. Aber Nachtara habe ich jetzt ja auch zu Spoink gejagt. Naja.
ja, man kann nicht alles haben. Der Schaufler macht natürlich dank dem Reflektor noch weniger Schaden, als er sowieso schon tun würde. Aber es wird später noch wieder schön in der Offensive. Dieses wunderschöne Lava. Ich mag die Lava. Die zweite Generation ist bisher von den ersten fünf Generationen die einzige, wo ich tatsächlich die Feuerreihe, Feuerstarter, Lichtreihe am besten finde. Und wir machen jetzt mal so rum. Ich glaube, so rum ist es am besten. Tara ist jetzt am Anfang sehr schön dafür geeignet, einfach die Gegner ein bisschen anzuschwächen. Während Psyana einfach wirklich die Tötungsmaschine Nummer 1 ist. Das wird sich theoretisch, wenn man Psyana lang im Team behalten würde, auch nicht wirklich ändern. Ich werde es eine lange Zeit behalten, aber nicht endlos quasi. Es wird nicht bis zum Ende in meinem Team bleiben, weil das wäre viel zu normal für mich. Außerdem. Oh, ich kann sagen, Volltreffer, aber dann fiel mir ein Game, macht sowieso kaum Schaden. Naja. Ich würde sagen, wir können langsam einfach mal unsere Bruchwelle werfen. Ich versuche hier noch die letzte Bruchwelle loszuwerden, bevor wir dann demnächst auf Superwelle umsteigen. Komplett. Ich habe nicht vor, die Bruchwelle groß zu verkaufen, von daher hauen wir sie einfach alle raus. Auch falls sie Verschwendung sein sollten, weil es nicht klappen wird. So, und ab jetzt haben wir halt nicht wirklich jedes Pokémon mehr direkt gefangen. Ab jetzt ist es typisch Pokémon. Der Pokémon wackelt ein bisschen und mit ein bisschen Pech kommt das Pokémon. Das heißt, ihr werdet ein bisschen Pech. Ihr werdet auch einige Pokémon im Spiel sehen, wo ihr teilweise 30, 40 Pokébälle gerne drauf werft. Und ja, das nichts bringt. Man kann übrigens logischerweise ein Pokéball auch auf vergrabene Pokémon werfen. Weil die dann nicht mehr vergraben sind. Fragt mich nicht nach diesem Zeitraum-Paradoxon, welches hier vorliegt. Aber es ist halt so. So, schon wieder vergraben, ne? Vor allem, dass es, nachdem es sich vergraben hat, auch kein Loch mehr zurücklässt, sondern nur beim Graben selbst mal kurz. Dann ist es noch weg. Dann ist es wird wieder oben, ohne irgendwie sich hochgegraben zu haben. Danach ist es direkt wieder unten und dreht sich wieder hoch. Ja, verwirrend, ich weiß. So, manchmal einfach Pokémon verschwenden. Ich meine, das gibt mir keine Chance, sie zu fangen. So viel kleiner als beim Superball ist sie ja auch nicht. Etwa ein Drittel des Superball schon kleiner. Ja, ein Drittel ist auch schon eine ganze Menge, muss man sagen. Eigentlich. Egal, wir haben unser Egelava. Spitznamen können erst später vergeben werden. Dazu dann an der geeigneten Stelle mehr. Es dauert wohl noch so locker bis paar 20, schätze ich mal. Egal, du bist da, klar und weiter. Kakaino und blöd. Anscheinend dafür dann auch nicht mehr schuldig sprechen, dass sie gegen mich verloren haben. So. Was hast du denn mit den Pokémon? Was ist denn mit den Pokémon? Was habt ihr mit ihm angetan? Nun, wir haben das Herz in dieses Pokémon künstlich versiegelt und es so in eine wahre Kampfmaschine verwandelt. Das ist alles. Na, wenn es weiter nichts ist, ne? Also. Das geht auch mal ganz schnell so nebenbei, als wäre es nichts. Was? Das Herz des armen Pokémon ist künstlich versiegelt? Tja, und selbst dieses Wissen nützt euch nichts. Ihr könnt nichts daran ändern. So. Doch, ich kann mich da an eine Geschichte erinnern, die mir erzählt wurde, als ich noch klein war. Wenn Pokémon mit versiegeltem Herzen mit dir zusammen in den Kampf ziehen, dann öffnen sich ihre Herzen Stück für Stück. Los, die Bizarre. Wir sind bestimmt unterwegs nach Piritus. Schließlich habe ich in Piritus zum ersten Mal eines dieser unheimlichen Pokémon gesehen. So, aber erstmal, was sie meinen mit das Herz Stück für Stück öffnen. Wir haben da unten das sogenannte Kryptometer. Das öffnet sich, sobald unser Pokémon in den Kampf geschickt wird. Und noch bei ein paar anderen Sachen. Außerdem auch, wenn wir einfach nur mit dem Pokémon im Team rumlaufen, dann wird es langsam weniger. Und ja, die anderen Sachen erkläre ich dann bei geeigneter Stelle, sobald wir sie nutzen können. Was man noch zu Krypto-Pokémon sagen kann, man sieht da unten, man sieht das Wesen noch nicht. Es hat noch keinen Originaltrainer, keine ID-Nummer des Originaltrainers, logischerweise dann auch. Und Attacken beherrschen sie immer Kryptoschlag. Eine relativ starke Attacke, die allerdings der Rückschlag allein wird und kein AP hat. Die anderen Attacken erlernen wir, sobald sich das Kryptometer langsam gegen Null bewegt. Und hier haben wir nochmal die Bänder, dritte Generation halt. In diesem Spiel gibt es logischerweise nicht viele Bänder, weil es keine Wettbewerbe gibt. So, ich würde sagen, aber wir heilen einmal. Wechseln schon mal die Lava für die zukünftigen Kämpfe an nach Taras Platz. Ach ja, und noch was.
Im Vergleich zu zum Beispiel einem Psyana, welches kein Krypto-Pokémon ist, sieht man hier Erfahrungspunkte. An der Stelle, wo das Kryptometer bei Pokémon Liegen Lava ist. Es bedeutet auch, Krypto-Pokémon erhalten erst einmal keine Erfahrung. Was ich mit erst einmal meine, dazu dann logischerweise auch an geeigneter Stelle mehr. Ich meine, wenn ich jetzt so viel erklären würde, ich das halbe Spiel jetzt spoilere, das würde ja auch keinen Spaß machen. So, also erstmal heilen gehen. Und bevor die Frage aufkommt, was eigentlich in diesem Pokémon Center im Keller sein soll, denn hier ist ja eine Treppe runter. Hier kann man später Pokémon tauschen mit den Gameboy-Spielen. Was ich mit später meine, nach der Story. Oder nach einer anderen, noch ein, zwei anderen Möglichkeiten, aber naja. Grundsätzlich in der Regel eher nach der Story. So, einmal unsere Pokémon heilen. Man sieht übrigens in diesem Gerät auch anders farbige, also zum Beispiel Superbälle sieht man auch blau dort. Das heißt, man sieht die Bälle tatsächlich in einer entsprechenden Farbe, in der man das Pokémon gefangen hat. Vom Ball her. Was ich auch sehr schön finde, ich meine, das könnten sie auch ruhig mal in den richtigen Spielen machen, dass man zum Beispiel auch dann einen schwarz-gelben Ball beim Hyperball da sieht und so weiter, dann, ja, es macht einfach keinen Sinn, dass man Pokébälle abgibt, obwohl sie nicht in Pokébällen gefangen sind. Ah, Unlogik. Naja, egal. Ich würde sagen, das war's für heute, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, bis dann sag ich, tschüss.